ist der Drecksau über mir ein Afrikaner. Eine Ei-Geschichte, die darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich darf Zeglinde eigentlich gar nicht wissen. Der Manfred, ich und der Jochen waren morgens schon besoffen. Hat ein paar Bierle dran gehabt. Und dann hat der Jochen gesagt, so, du, was sollen wir in den Puff gehen? Ich sag, Jochen, ich rufe ihn. Gehen wir in den Puff. Und dann hat er gesagt, bitte, bitte. Hat mir nein geschickt, nein geschickt. Dann habe ich gesagt, also, gut, aber Indianer-Ehrenvorteil ist das bei uns fällt. Dass niemand rauskriegt. Wenn das der Glinde rauskriegt, der wird zu einem Mammut. Dann sind wir im Hof gegangen. Dann habe ich meine Handykamera aufgenommen, habe ich rausgeholt und habe draufgehalten. Erst auf den Jochen, dann auf meine. Wenn ich sie gehabt. Dann bin ich zur Prostituierte gegangen. Also nach und nach von Zimmer zu Zimmer und geguckt, wer eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Die eine hatte und die Arbeitserlaubnis, die habe ich durchknudelt. Und bin dann zum Jahr in die Mani und habe die Kamera hingehalten. Nochmal. Dann bin ich am nächsten Tag ins Sportheim und habe gesagt: So, ich habe was zu verkünden. Der Jochen und der Mani sind fremdgegangen. Ich muss sagen, also die ganze Gruppe, nein, stimmt jetzt? Ich so, ja, stimmt. Ja, und die Mami flippt total aus. Das stimmt doch gar nicht. Du lügst doch, der lügt. Und dann habe ich an den Beamer geht zu der Zeit, habe ich ein komplettes Video, wie sie Sex haben, an die Wand projizieren lassen. Und hat es komplett bewiesen, dass die fremdgegangen sind und ihre Frau betrogen haben. Von mir weiß es bis jetzt noch niemand.